Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. In diesem Video geht es um das Realme C30. Der eine oder andere draußen dürfte im Laufe des Videos einen gewissen Déjà-vu-Effekt bekommen. Warum, klären wir vielleicht am Ende des Videos. Aber es bedeutet, dass ihr mindestens schon mal ein Video hier gesehen habt, vielleicht sogar Abonnenten seid. Vielen Dank dafür. Solltet ihr noch nicht den Abo-Knopf gedrückt haben, dann holt das doch gerne nach, aktiviert die Glocke, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst und wisst, wovon ich hier rede, wenn ich von einem Déjà-vu-Effekt spreche. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem Realme C30 an. Also, wir haben hier ein sehr günstiges Smartphone. Das kostet 139,99 €, wird ab August erhältlich sein. Wahrscheinlich 1. August, müsst ihr dann nochmal genau gucken. Aber ab August für 139,99 € ein sehr, sehr günstiges Smartphone. Jetzt ist die Frage, was liefert das dafür? Wir gucken uns das erst einmal von außen an. Und da fällt schon mal auf, dass wir eine sehr, sehr interessante Rückseite hier bekommen, die sich auch richtig toll anfühlt. Ist so ein bisschen wie Wellblech, aber so ein ganz kleines Wellblech. Und das gibt auch tatsächlich ein gewisses Geräusch von sich. Sieht ganz interessant aus, ist allerdings eine Kunststoffrückseite, stört aber überhaupt nicht, weil man kann die inneren Bauteile, wie bei so vielen Kunststoffrückseiten, hier nicht erfüllen. Also das ist schon mal richtig toll. Außerdem haben wir ein sehr, sehr schlichtes Design hier auf der Rückseite, nur eine Kameralinse. In der Hinsicht kann man Realme nur loben, dass sie jetzt hier keine Platzhalterkameras verbaut haben, aber im Kamerateil gehen wir darauf ein bisschen genauer ein. Ansonsten fällt hier auf, dass das ein kantiges Design ist, also 90 Grad Winkel von der Rückseite zum flachen Rahmen und wir haben auch ein flaches Display. Also ein sehr kantiges Design, eigentlich sehr, sehr modern. Ich persönlich finde es nicht ganz so angenehm in der Hand, aber das ist natürlich immer Geschmackssache und über Design, genau, könnt ihr in den Kommentaren diskutieren, ob ihr das schick findet oder eben nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall für diesen Preisbereich herausragend, dass Realme hier so ein toll verarbeitetes, schickes Smartphone präsentiert. Also das ist schon mal absolut top. Wenn wir dann auf die Unterseite gucken, dann kommt die große, große Enttäuschung. Denn, und damit fange ich direkt hier mal an, auf der Unterseite, wir haben Micro-USB-Anschluss verbaut. Und das ist auch in so einem günstigen Smartphone absolut nicht akzeptabel. Realme, egal was ihr sonst mit diesem Smartphone vielleicht noch gemacht habt, was wir im Laufe des Videos hier natürlich noch klären, das macht das Ganze einfach kaputt und das ist richtig ärgerlich. Einfach schade. Toll ist, dass hier ein Klinkenanschluss verbaut ist. Es ist hier nur ein Monolautsprecher verbaut, aber der klingt noch ganz okay für einen Monolautsprecher. Und da muss ich auch wieder sagen, in dem Preisbereich kann man das durchaus akzeptieren. Was ich aber auch in diesem Preisbereich nicht akzeptiere, ist ein Micro-USB-Anschluss. Das geht einfach nicht. So viel jetzt erstmal zum Äußeren. Wie gesagt, flacher Rahmen. Wir haben im Power-Button jetzt keinen Fingerabdrucksensor, wo jetzt vielleicht der eine oder andere drauf gehofft hatte oder beziehungsweise das vielleicht erwartet hätte. Aber es gibt auch keinen Fingerabdrucksensor unter dem Display. Es ist ein LCD. 6,5 Zoll, 60 Hertz, HD-Plus-Auflösung, also 720p-Auflösung. Das ist natürlich jetzt nicht besonders hoch, aber es ist trotzdem total okay. Und wie gesagt, man muss halt immer den Preis im Kopf behalten. Aber das heißt, wir haben hier gar keinen biometrischen Login. Wir können keinen Fingerabdrucksensor im Powerbutton finden. Wir finden ihn auch nicht unter dem Display. Das heißt, ihr könnt euch nur per PIN-Muster oder Passwort hier einloggen, wenn ihr es sicher haben wollt. Ihr könnt das Ganze dann mit einem 2D-Face-Unlock nutzen. Aber seid gewarnt, das ist natürlich nicht so sicher. Also wenn jemand ein Bild von euch hat, kann er das Smartphone damit dann immer noch entsperren. Aber zurück zum Bildschirm. Wie gesagt, technische Werte sind jetzt nicht gerade überragend. Es wird auch nur 400 Nits hell. Das ist jetzt nicht gerade sehr hell. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das heißt, draußen im Sonnenlicht habt ihr auf jeden Fall Probleme, dieses Display vernünftig abzulesen. Aber in den meisten Alltagssituationen ist es tatsächlich kein Thema. Was auffällt, ist, dass die Ränder ein bisschen dicker sind. Wir haben auch eine Tropfennotch. Dadurch wirkt das die Front einfach nicht so modern wie der gesamte Rest des Smartphones. Ja, vom Design her wirkt es ja sehr modern. Aber das Display zieht das Ganze ein bisschen runter. Trotz alledem würde ich das Display jetzt nicht komplett schlecht reden. Die Farben sehen wirklich gut aus für ein LCD. Die Blickwinkel sind natürlich nicht besonders toll. Aber nochmal, für die Alltagssituation, in der man so ein Smartphone nutzt, reicht das eigentlich aus. Das Ganze läuft dann mit Android 11 und einer R-Edition von Realme. Das ist eine sehr, sehr minimalistische Softwareoberfläche, die sich sehr stark an Stock Android annähert, beziehungsweise eigentlich fast Stock Android ist. Ihr habt hier auch so gut wie keine Bloatware drauf. Das ist also schon mal richtig toll. Ich glaube, ein oder zwei Apps waren hier drauf, die sozusagen nicht unbedingt hätten drauf sein müssen. Aber der Rest sind normale Google-Apps. Es ist natürlich nur Android 11. Ob hier jemals ein Update auf Android 12 kommt, ich packe da mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Ich bezweifle es. Das muss man also wissen, bei so einem günstigen Smartphone, da investieren die Hersteller oftmals dann nicht in fortlaufende Software-Updates. Also das müsst ihr natürlich auch wissen. Ob sich dann vielleicht trotzdem was im Laufe der Zeit noch tut, muss man schauen, aber versprechen würde ich da auf jeden Fall nichts. Aber ansonsten, das Betriebssystem läuft eigentlich auch schön flüssig. 60 Hertz merkt man natürlich, wenn man irgendwie vom 90 oder 120 Hertz Bildschirm kommt, aber ich glaube, die wenigsten werden auf dieses Smartphone downgraden, es sei denn, man will das als Zweit- oder Drittsmartphone haben.
So, zum Flüssiglaufen ist natürlich auch der Prozessor entscheidend. Hier ist ein Unisoc Tiger T612 verbaut mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB UFS 2.2 interner Speicher. Beim Speicher werden jetzt schon viele wieder zusammenzucken, völlig verständlich, das ist sehr, sehr wenig, sowohl vom Arbeitsspeicher als auch vom internen Speicher her. Ich muss ganz ehrlich sagen, der interne Speicher stört hier fast noch ein bisschen mehr, dass der nur bei 32 GB liegt, aber ihr könnt ihn erweitern mit einer MicroSD-Karte, wenn ihr es wollt. Also das ist in dem Sinne auch schon mal ganz gut. Die 3 GB Arbeitsspeicher stören jetzt gar nicht so sehr, sie passen hier halt in das Konzept. Ich war tatsächlich positiv überrascht, wie flüssig dieses Smartphone läuft. Also natürlich ist das jetzt kein Test über 9 Monate oder ähnliches, wo man dann sagen kann, naja, mit der Zeit wird es langsamer. Aber jetzt zumindest so in den ersten Testwochen hat das gut performt. Es gibt natürlich längere Ladezeiten. Ihr müsst an der einen oder anderen Stelle ein bisschen warten, gar keine Frage. Aber wenn ihr in Messaging-Apps seid, in Social-Media-Apps oder vielleicht auch mal ganz einfache Spiele spielt, funktioniert das hier drauf überraschend gut. Wie gesagt, es braucht vielleicht ein bisschen länger, bis die App geladen ist. Aber wenn sie dann mal geladen ist, dann läuft sie ganz gut. Natürlich mit dem geringen Arbeitsspeicher könnt ihr jetzt nicht zig Apps im Hintergrund aufhaben und zwischen den Hin- und Herwechseln problemlos. Da werdet ihr immer wieder dann zu Ladezeiten kommen. Aber ich glaube, das erwartet auch niemand bei diesem Smartphone. Wir können uns ja nochmal die Benchmark-Werte anschauen, wie das Smartphone da so performt hat. Und wir fangen einfach mal mit dem Geekbench an, der sich ja speziell den Prozessor anguckt, diesen Unisoc Tiger T612. Und da bekommen wir 344 Punkte im Single-Core und 1300 Punkte im Multicore-Score. Ist jetzt ganz okay für ein Einsteiger-Smartphone für diesen Preisbereich. Ich persönlich würde da gar nicht so viel meckern. Ich öffne jetzt hier mal den PC-Markt-Benchmark und dann können wir auch mal ein bisschen schauen, wie lange das Laden hier dauert. Es geht. Also das grundsätzliche Laden der App hat ein kleines bisschen gedauert, aber jetzt das Laden der Übersichten ging hier sogar erstaunlich schnell und wir bekommen hier 7657 Punkte im PC-Markt-Performance-Test. Das ist auch ein ganz guter Wert für ein Smartphone, was unter 150 Euro liegt. Das belegt einfach nochmal, dass die Performance hier wirklich auch ein Hauptaugenmerk von Realme war. Realme sagt sich ja auch selber immer, sie wollen Geschwindigkeit liefern. Dafür machen sie dann teilweise auch Abstriche, die ich nicht akzeptieren kann, wie den Micro-USB-Anschluss. Aber Geschwindigkeit, zumindest für diesen Preisbereich, liefern sie hier absolut. Also das ist total in Ordnung. Klar, wenn ihr ein bisschen mehr ausgibt, im 200, 300 Euro-Bereich seid, habt ihr trotzdem ein schnelleres Smartphone, gar keine Frage. Aber für den Preisbereich, finde ich, passt das. Was die Konnektivität angeht, muss man hier leider auch ein paar Abstriche machen. Das heißt, es ist ein 4G-Smartphone. Das können sich die meisten da draußen jetzt wahrscheinlich schon denken. 4G-Smartphone, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, kein NFC. So, also wir verzichten hier nicht auf den Fingerabdrucksensor, sondern auch noch auf NFC. Ist schon ein bisschen schade. Ich würde schon gerne damit auch mobil bezahlen können. Aber ja, das muss man auf jeden Fall wissen, dass man hier ein paar Abstriche machen muss. Wo man aber zumindest während des Tests überhaupt gar keine Abstriche machen musste, war bei der Akkulaufzeit. Wir haben hier einen 5000 mAh großen Akku verbaut. Der kann zwar nur mit 10 Watt geladen werden und natürlich auch noch kabelgebunden. Kabelloses Laden brauchen wir hier gar nicht drüber reden. Aber der hält richtig gut lange durch. Der hält 2 Tage durch bei ganz normaler Nutzung, also durchaus intensiverer Nutzung, sodass man das als sein Daily Driver benutzt. Und da bekommen wir 15 Stunden und 23 Minuten raus. Und jetzt sehen wir doch mal ganz kurz so ein bisschen die mangelnde Performance, jetzt muss hier diese Übersicht doch noch geladen werden und es dauert halt einen kleinen Augenblick. Also 15 Stunden und 23 Minuten im PC-Markt Battery Test belegt einfach auch nochmal das, was die Erfahrungswerte hergegeben haben. 2 Tage sind absolut möglich, je nach Nutzungsprofil natürlich. Ich gehe mal davon aus, dass ihr relativ intensiv euer Smartphone nutzt, ohne es die ganze Zeit in der Hand zu haben. Das sind immer so die Nutzungsbedingungen, unter denen ich das Smartphone nutze. Aber ihr seht halt schon, dass grundsätzlich sonst hier die Performance total in Ordnung ist. Also gerade der Google Feed lädt ja manchmal ein bisschen langsamer auf diesen Einsteiger-Smartphones, funktioniert hier, ohne dass ich es vorher geladen habe, absolut schnell und flüssig. Und dann kommen wir mal zu den Kameras. Also Kameras kann ich hier nur sagen, also Plural, weil es eine Selfie-Kamera und eine Kamera auf der Rückseite gibt. Auf der Front haben wir in dieser Tropfen-Notch eine 5-Megapixel-Kamera verbaut und auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera. Wenn man ganz einfache Automatikbilder macht, sowohl mit der Selfie- als auch der Hauptkamera, geht das. Es ist in Ordnung. Es ist natürlich nicht total detailreich, weil dafür fehlen einfach hier die Megapixel. Die Farben sind aber ganz okay. Der Dynamikumfang ist sogar auch noch akzeptabel, also gar nicht so schlecht. Die Bilder sehen für einen einfachen Schnappschuss noch in Ordnung aus. Aber macht mit diesen Kameras bitte nichts anderes, außer ganz einfache Schnappschüsse. Porträtmodus auf der Rückseite ist der eh nur verfügbar, bei der Selfie-Kamera gar nicht. Und der sieht halt einfach nicht so richtig toll aus, weil es gibt keinen Dynamikumfang und das schmälert natürlich den Eindruck hier extrem. Nachtaufnahmen können wir komplett vergessen, Videos wollen wir erst gar nicht drüber reden. Also ganz einfache Fotos mit der Selfie- und der rückseitigen Kamera sind in Ordnung, alles darüber hinaus einfach nicht machen. So. Und damit kommen wir mal zum Fazit.
Und bevor ich jetzt über das Realme C30 lange rede, können wir es, glaube ich, relativ kurz machen für diejenigen, die zum einen diesen Kanal verfolgen, aber vielleicht auch das auf anderen Kanälen gesehen haben. Gibt es ein sehr, sehr ähnliches Realme-Smartphone, was jetzt gerade am 12. Juli rausgekommen ist. Das Realme NASO 50e Prime. Und abgesehen von minimalen Designänderungen der Rückseite, ist es eigentlich das gleiche Smartphone. Die Kameras sind die gleichen, die Akku ist dasselbe, das Betriebssystem ist dasselbe, das Display ist dasselbe. Es ist alles gleich. Das Design auf der Rückseite ist minimal anders, fühlt sich aber auch sehr gut an. Das heißt, ihr habt einfach ein bisschen größere Designauswahl, aber ansonsten habt ihr zwei Smartphones, die identisch sind, aber unterschiedliche Preise haben. Vielen Dank übrigens für alle, die das andere Video schon hier gesehen haben und trotzdem dran geblieben sind. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß, dass das ja jetzt mehr oder weniger eine Kopie des anderen Testberichts war, weil es handelt sich um mehr oder weniger das gleiche Smartphone. Für die 139,99, die man dafür bezahlt, bekommt man hier aber durchaus ein brauchbares Smartphone. Und das ist schon recht erstaunlich. Also für 140 Euro was zu bekommen, womit man im Alltag klarkommt, hätte man vor ein, zwei Jahren noch nicht sagen können. Klar muss man hier deutlich Abstriche machen. Ich finde es ganz, ganz gruselig, dass man hier kein NFC hat. Das wäre irgendwie schon ganz schön, wenn das noch drin wäre. Aber das große No-Go ist hier tatsächlich dieser Micro-USB-Anschluss, zumindest für mich persönlich. Wenn ihr da draußen eh noch ganz viele Micro-USB-Kabel rumzuliegen habt, es ist natürlich auch eins im Lieferumfang enthalten, dann stört euch das vielleicht gar nicht so sehr. Aber mich persönlich stört es einfach vom ästhetischen Eindruck her auch, unten diesen Anschluss zu haben, was ein Micro-USB ist und kein USB-C. Und dann zahlt, glaube ich, auch jeder da draußen oder die meisten da draußen, berichtigt mich, gerne vielleicht 3, 4, 5 Euro mehr und bekommt dafür ein USB-C. Das ist halt wirklich das, was diese beiden Smartphones ein bisschen nicht so richtig empfehlenswert macht. Aber es kommt natürlich immer auf euer Nutzungsprofil an. Wie gesagt, wenn ihr es als Zweitsmartphone oder für die Großeltern oder für die Kinder oder Ähnliches nutzen wollt, dann spielt es, glaube ich, nicht so eine große Rolle, was für ein Kabel ihr da unten reinsteckt. Ihr müsst nur daran denken, dass ihr halt ein anderes Kabel braucht als wahrscheinlich für eure ganzen anderen Geräte. So, jetzt habe ich aber auch lang genug über das Realme C30 bzw. Realme NASO 50e Prime, ehrlich gesagt ist dieser Name wesentlich angenehmer, lang genug über diese beiden Smartphones geredet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Entscheidung von Realme haltet, zwei Smartphones rauszubringen, also mit unterschiedlichen Namen, die eigentlich identisch sind, nur mit, weiß ich nicht, 2-3 Wochen Unterschied. Ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, deswegen schreibt es in die Kommentare. Auf dem Weg dahin lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr euch möglichst häufig verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.